Moin. Also, wir sind die Lezen, das ist Steffen. Hi. Ich bin Anina und das ist Manu. Und genau, wie kam jetzt mal der Name zustande? Die Lezen, das ist ein Wort aus dem Massematte, das ist der Dialekt, der in Münster gesprochen wird und bedeutet einfach die Fahrräder. Und naja, wir machen nun mal eine Fahrradtour durch Europa, da passt Lezen nun mal ganz gut. Und wie bereits im Trailer erwähnt worden ist, ich bin die Ideengeberin zu der Tour gewesen. Ich hatte einfach nach 2 Jahren Corona und einen Job, wo man nicht ganz reingefunden hat, ne, ich hatte einfach das Gefühl, es nochmal los zu müssen. Und ich bin viel alleine gereist, aber habe dann Steffen doch gefragt, ob er sich das nicht vorstellen könnte, sich mit mir auf den Weg nochmal zu machen. Seine einzigen 2 Fragen waren: ja, wohin und wie weit soll es gehen? Und nun ja, so wuchs die Tour nun mal ein bisschen. Und klar, alles, was wir nun mal dabei haben, hätten wir auch in einen Van laden können und so losfahren können. Aber wir lieben beide Fahrräder. Und nee, da kam halt nur eine Fahrradtour für uns in Frage. Und nun sind wir unterwegs. Ja, dann kam aber auch noch die Überlegung, wie kriegen wir das denn alles mit, was wir haben. Einfach aus dem Grund, weil wir haben gesagt, wir wollen was so Besonderes auch irgendwie machen, was noch nicht jeder gemacht hat. Also das, was in den Van gehört hat, und 2 Fahrräder verteilt. Gut, ich hatte hier 2 gute Räder, ein Lastenrad und ein Kompaktrad, wo halt das ganze Gewicht mit unserem Federgewicht gut drauf passt. Das Problem mit dem Schlafen haben wir mit dem Donatello auch gut gelöst. Donatello werden wir euch genau wie die Fahrräder auch später in anderen oder weiteren Videos nochmal vorstellen. Ja, wir kamen dann aber mit dem ganzen Gewicht auf so 1-2 andere Probleme und haben dann gedacht, bei Testtouren 320 Kilometer die Woche, das sollte realistisch umsetzbar sein, dass wir da nicht zu wenig fahren, aber auch uns nicht zu sehr abhetzen müssen, wenn die Berge oder der Gegenwind oder wenn einer von uns beiden mal krank werden sollte. So kamen wir auf nur 17 Monate. Genau, wenn es doch mehr wird, wenn es weniger wird, also dann ist das so, aber wir haben uns erstmal das Ziel gesteckt, wir haben grobe Vorstellung, welche Länder wir haben wollen. Ja, die Länder werden wir euch nachher im Abspann nochmal zeigen und zwar so ein klein bisschen ablaufen. Ja, und jetzt sagen wir erstmal ganz viel Spaß beim ersten Video von uns und ja, tschüss. So, wir wollen jetzt erstmal los. Wir sind jetzt bei unserer ersten, sag ich mal, 3 Tage Testtour in Assen angekommen. Da haben wir so das erste Mal auf dem Campingplatz geschlafen, auch für 2 Tage, einfach um uns ein bisschen zu erholen. Wir sind in den ersten 3 Tagen 240 Kilometer gefahren. Ich denke, das ist eine gute Leistung, also auch so wie wir gedacht haben, ca. 80 am Tag. Wir mussten ein paar kleine Veränderungen an unseren B-Turtles, an den B-Turtle vornehmen und an den Fahrrädern vornehmen. Also, wie ihr seht, jetzt nochmal im Ganzen aufgebaut. Den schönen B-Turtle mit unseren Solarpaneelen. Aninas Fahrrad gut beladen. Auch hier alles dann mit der GoPro vorne. Und dann hier meins. Da habe ich jetzt ein bisschen umgebaut, weil vorher waren die Räder hier vorne, Reifen hier vorne drauf. Das hat mich aber beim Fahren extrem gestört wegen Gegenwind. Und dann habe ich das jetzt hier zur Seite gesetzt. Vorne haben wir jetzt ein paar mehr Wasserflaschen auch noch zusätzlich zu bekommen. Zu den zusätzlichen Wasserspeicher, den wir hier unten haben. Dadurch haben wir jetzt für die nächsten 3 Tage, die wir wild campen wollen, knappe 10 Liter nur an Trinkwasser bei mir am Fahrrad. Und bei Anina haben wir auch noch mal knappe 8 Liter hinten im Wassertank. Also von daher gehe ich mal aus, dass wir die nächsten Tage genug zu trinken haben. So, also, erste Meldung, wir haben uns total vertan in unserer Planung, aber das ist, glaube ich, das Schöne bei so einer Radreise.
Ja, Delta-Werke sind wohl noch ein, zwei Tage entfernt. Das passiert mal, man kann sich auch mal verplanen. Dafür haben wir jetzt einen ganz anderen schönen Platz gefunden, aber eher aus Zufall, weil wir sind jetzt über eine lange Brücke rübergefahren oder Windschutz oder Hochwasserschutz, ich kann es nicht genau sagen. Ich werde das nochmal hier ein kleines Foto einblenden. Da würde ich das so einblenden, dass ihr ungefähr seht, wo wir sind. Also wir haben jetzt 400 Kilometer zurückgelegt in 5 Tagen, also sind wir nach wie vor voll in unserer Planung. Was immer noch sehr, sehr gut ist, dass wir halt mit den Akkus recht gut handhaben. Wir laden natürlich möglichst nach, wenn es sich die Zeit ergibt, also bei Pausen oder sowas, dass wir halt immer ruhigen Gewissens auch weiterfahren können. Ja, mal eben zu unserem heutigen Schlafplatz. Wir campen heute wieder wild. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir heute auf einen großen Parkplatz parken, wo halt freies Parken erlaubt ist. Das heißt, wir rasten heute ganz entspannt, haben uns aber hier wirklich einen sehr, sehr schönen Platz ausgesucht. Ich werde euch das gleich mal zeigen. So, da seht ihr schon mal das Meer. Was wirklich schön ist, dass wir das heute erreicht haben. Ganz schön mit unserem Bierviertel und auch noch ein bisschen Sonnenenergie heute zu laden. Anina kocht heute, Gott sei Dank, mal wieder. Ich hätte es gekonnt, aber sie macht ein super geiles Curry und darauf freuen wir uns auch beide schon heute den ganzen Tag. So ein bisschen die Zutaten, dass man da mal gucken kann. Frische Zucchini, die wir am Straßenrand gekauft haben, was echt cool war. Dann haben wir hier Paprika, wenn ich das richtig sehe, und ein paar Bohnen sind dabei. Echt super. Das Ganze wird dann heute, glaube ich, noch verfeinert mit, was ist das hier? Erbsen gibt es noch dazu. Erbsen. Hier natürlich die Gewürze und wir haben noch so die Shawarma, was wir noch nicht aufgebraucht haben. Länger als ein Tag, weil wir es nicht gekühlt haben. Also gibt es noch was dazu. Ja, ich hoffe, das konnte man jetzt hören, weil das Mikro zu mir steht. Also Shawarma gibt es heute auch noch ins Curry. Hier die beiden Easies. Aninas steht da ganz schick. Wir haben jetzt mit der Anschlusskette beide Fahrräder zusammengeschlossen und dann auch die Taschen gesichert. Einfach nur, weil, ja, wenn wir schlafen wollen, wir da auf Nummer sicher gehen. Ich werde die Alarmanlage bei den beiden Rädern noch anschließen. Die Displays nehme ich auch natürlich gleich noch ab, wenn wir ins Bett gehen. Hier vorne ist noch ein kleiner Gimbal-Halter, den wir noch zusätzlich angebracht haben. Und dann ist hier das Innenleben unseres B-Turtles. Ja, da freue ich mich heute natürlich sehr drauf wieder, weil war heute gut anstrengend. Ich bin heute knappe 95% ohne Unterstützung gefahren und das war ja schon gut kräftezehrend. Schön war natürlich, als die Sonne rausgekommen ist und der starke Gegenwind sich am Meer dann halt leichten Rückenwind entwickelt hat. Ein bisschen von der Seite, aber das war richtig toll. So Leute, also ja, der nächste Tag, den wir gerade begonnen haben hier über den Deich Richtung Nordholland, ja, ist, oder Richtung Südholland besser gesagt, glaube ich, ne? Richtung Südholland, ist mit einer Baustelle gerade belegt worden, was uns gezwungen hat, heute Morgen das erste Mal was Verbotenes zu tun. Und zwar mussten wir ein Stück auf dem Highway fahren, oder haben wir ein kleines Stück auf dem Highway gefahren, weil der Busfahrer, der uns eigentlich diese 23 Kilometer transportieren sollte, sich geweigert hat, uns mitzunehmen, weil er meinte, ich kann gar nicht verstehen, warum, dass unser Gespann irgendwie zu groß wäre. Ja, und jetzt haben wir uns entschlossen, hier rüber zu heben. Genau, weil wie ihr seht, wir sind immer noch am Highway, jetzt sind wir aber auf dem Fahrradweg. Und das Schöne ist, der ist eigentlich hier auch noch gesperrt, wir können jetzt aber hier fahren. Und haben hier einen super schönen Weg, 23 Kilometer lang geht es hier runter, mit Sonne, mit ein paar Windrädern. Und hatten auch noch ein Treff mit der Polizei, war, als wir auf dem Highway hier waren. Die genau kamen, als wir alles hier rüber gehoben hatten, weil uns war ja selbst nicht wohl, hier lang zu fahren. Und die waren so nett, die hatten uns geholfen, das rüber zu heben. Also denen ging es nur um unsere Sicherheit. Und es ist kein Problem, dass wir jetzt hier lang abfahren. Und ne, kein Problem, können wir ruhig machen. Unseren Privatweg quasi nutzen können. Genau, nur für uns. Wir melden uns, wenn wir drüben angekommen sind.
Also, wir sind in Bognum angekommen. Hätten wir auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir es noch schaffen, weil wir Probleme auf der Autobahn heute Morgen hatten. Genau, sitzen jetzt hier in so einem kleinen Park, machen nochmal eine kurze Pause, bevor wir die letzten 20, 25 Kilometer fahren. Unser Ziel ist ja morgen Amsterdam zu erreichen und wir wollen das auch recht schnell schaffen, dass wir nur noch so 15 Kilometer vielleicht haben, damit wir wirklich früh morgens da sind und gleich mit dem Bus nach Amsterdam reinkommen können. Da könnt ihr uns auch gerne dann wieder verfolgen, was wir da dann so machen. Hatten einen sehr schönen Tag bisher, haben sehr nette Leute getroffen, Radreiser, die, naja, so unser Ziel sind, dass wir mal, wenn wir so 60 sind. Der alten Garde, ja. Ja, dass wir mal so werden. Also auch mit 60 noch total fahrradbegeistert, die machen eine viermonatige Radreise. Mit 70. Genau, mit 70 fast und das ist schon super beeindruckend. Genau, Steffen, der ist hier gerade noch am Snacken, man sieht ihn hier ein bisschen im Hintergrund. Und ich zeige euch jetzt noch einmal hier, weil wir ja genau in der Sonne sitzen. So, laden wir hier natürlich auch immer parallel, gerade einen Helm, genau, und nutzen einfach das super fabelhafte Wetter hier, naja, und die traumhafte Sicht. Und wie gesagt, morgen, wenn wir erholt angekommen sind, könnt ihr uns in Amsterdam verfolgen. Wir sind hier gerade in der Nähe von Amsterdam, am Markermeer, und haben letzte Nacht in Neck, hieß das, ein Vorort von Pumarent, ich hoffe, ich spreche es wieder richtig aus, geschlafen. Genau, sind zum Duschen, Wäsche waschen und allen Annehmlichkeiten hier. Und man sieht hier im Hintergrund das Wasser. Ich zeige euch noch eine Schlafstelle hier. Man sieht hier den Beach Turtle natürlich aufgebaut. Wir haben jetzt vor, nach Amsterdam reinzugehen. Heißt ja nicht, dass wir da nicht die Sonne nutzen können. Darum, wir laden hier weiterhin gerade meinen Helm, weil die Sonnenstrahlung ist heute wirklich ordentlich groß und stark. Darum geht das. Genau, hier sieht es gerade ein bisschen chaotisch aus, weil wir hätten wirklich nur in die Stadt wollen. Wir wollen heute Abend hier noch was essen und einmal alles waschen und spülen. Genau, bisher geht es aber sehr gut. Wir nehmen diesen Tag uns heute auch zum Erholen. Den haben wir uns, glaube ich, auch gut verdient. Morgen geht es dann weiter. Steffen, was machst du denn da noch? Ich mache gerade aus einem unserer Backroller einen Rucksack, weil ich keine Lust habe, so eine Tragetasche zu tragen. Und es gibt ja seit neuestem diesen Adapter hier von Audi. Ich habe leider vergessen, wie er heißt. Ich habe ihn mir einfach gesehen und als so cool empfunden, dass ich ihn haben wollte. Das ist ganz praktisch, weil wenn man hier rankommt, du hast hier unten zwei solche Clips und bei allen Audi, ob jetzt die Frontroller, Backroller, Sportroller, Backroller Plus oder. Also zumindest so wie ich es herausgefunden habe, ist es einfach hier ranklicken. Und weil die Halter hier oben schon das QL2-System ja vorhanden ist, mache ich es einfach auf und wenn du hier oben guckst, hast du hier vier verschiedene kleine Haken. Dadurch kannst du natürlich die passende Breite. Bei uns passt das jetzt so wie bei deinem Easy. Jetzt ist es schon drin und jetzt macht man hier noch einmal das ein bisschen ordentlich. Wo ist der? Damit es strammer, damit es schick aussieht und hip. Ja, dann habe ich jetzt einen ganz coolen Rucksack und damit kann ich durch Amsterdam ziehen. Wollen wir? Ja, unser Plan nach Amsterdam reinzufahren hat jetzt nicht ganz so geklappt, wie wir wollten. Wir wollten mit dem Bus fahren. Hier gibt es keinen Bus. Da. Ja, wie versprochen eigentlich, aber komischerweise von der Website verschwunden. Aber nun geht's mit den Fly-Fahrrädern zur Fähre und es ist wackelig und man sieht die ganzen Unterschiede. Man hat keinen Spiegel zum Zurückgucken, man hat eine Rücktrittsbremse, die wir ja nicht mehr so haben. Man hat keine Schaltung, man sitzt auf viel zu niedrigen Fahrrädern. Also man lernt gerade sein eigenes Fahrrad sehr, sehr zu schätzen. Genau, Nuki trotzdem natürlich hier mit dabei. Und Steffen. Die Liebe zum Fahrrad gab es sonst nicht. Wir hätten sonst auch nach Uber geguckt, aber Uber, ja, wie soll ich das sagen, ländlich wollten die uns nicht abholen. Alle Fahrten wurden storniert. Also haben wir uns eben zwei Fahrräder geliehen. Preis ist okay, denke ich mal, weil wir günstiger sind als mit Uber. Und so können wir die Fahrräder da abschließen. Warum keine Angst haben, dass unsere Fahrräder gestohlen werden, dass wir halt unsere Reise weiter fortan setzen können.